So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Oh yeah, im letzten Part wahrscheinlich der Schock des gesamten Projekts. Xiao ist eine Verräterin. Eventuell, vielleicht auch nicht. Ich habe nämlich gerade eben nochmal überlegt und es könnte ja auch durchaus sein, zu dem, was ich im letzten Part schon gesagt habe, dass sie von der dunklen Materie kontrolliert wird. Who knows? Ich meine, das ist sogar relativ wahrscheinlich, merke ich gerade. Weil die werden ja alle nur kontrolliert. Blanas und Yveltal ja auch. Schätze ich mal. Naja, egal. Wir gehen in den Dungeon und hoffen, dass alles gut wird. Meeresgrotte betreten, ja. Meeresgrotte U1. Dafür haben wir jetzt Megalon dabei. Ja, wer hätte gedacht, dass sich das mal so entwickeln würde, nicht wahr? Das sieht verdammt hübsch aus hier. Was ist das da oben? Ist das ein Driftlon oder ein Tentacha? Ein Tentacha. Ein Tentacha! Megalon muss, glaube ich, nochmal umgeschaltet werden hier. Bei der Taktik. Nämlich alle... Achso. Na gut, dass gerade nicht in der Nähe in Angriffsreichweite steht wahrscheinlich. Dann haben wir da noch. Noch ein Richtungszweig. Noch ein mehr Tentacha. Komm schon ein bisschen... Das wird doch ein One-Hot sein. One-Hot, da war es schon wieder. Da war es wieder. Jetzt bereitet sich auch in dem Mystery Dungeon Let's Play an. Ein One-Hit, wollte ich sagen. Kein One-Hot. Minion. Schöne schummrige Musik. Der sieht richtig, richtig hübsch aus, dieser Dungeon hier. Heurika. Gefällt mir richtig gut. Und das gefällt mir auch richtig gut. Boom. Einfach das Weilmeer weggeglutet. Achso, da ist ein Weimar vor mir, das habe ich gar nicht gesehen gerade. Das habe ich einfach gar nicht gesehen, einfach gekonnt ignoriert. Ich glaube, von den Pokémon, die hier sind... Boah, das sieht so hübsch aus hier. Total beeindruckend. Nur wo ist die Treppe? Das ist die nächste Frage. Da ist sie. Und wir... Oh, guck mal. In der Treppe ist sogar Wasser drin. Sehr schön. Meeresgrotte U1. U2. Habe ich noch einen Strahlorb? Eingesammelt irgendwie neulich. War da nicht was? So viele Belebersamen. Die werde ich auch nie mehr neben alle brauchen. Wahrscheinlich völlig übertrieben jetzt. Eigentlich habe ich die ganzen Orbs ja abgelegt. Das ist schon gut. Oder habe ich ihn schon... Ich glaube, den habe ich sogar benutzt. Oder? Ach, keine Ahnung. Yay. Wieder mal eine blöde Falle getreten. Ich gucke nach wie vor bei Mystery Dungeon irgendwie primär auf die Karte links als auf den Hauptbildschirm. Genau genommen bräuchte man auch nicht viel. Na gut, okay, sobald ein Gegner auf dem Feld ist, braucht man mehr Input. Aber sonst so klappt das ja ganz gut. Aber diese Wasser-Pokémon hier überall. Autsch. Danke, Megalon. Danke, Megalon, dass ich das mal sagen würde, diesen Satz. Danke, Megalon. Ah, Megalon hilft dir gerade wirklich gut. Die Psycho-Attacken sind schön mächtig. Auf welchem Level ist das Megalon denn? Kann ich gar nicht sehen. Ich würde es bei Taktik vielleicht. Achso, ich kann das Megalon gar nicht einstellen. Auf, bei der Taktik sehe ich gerade. Weil es kein richtiger Begleiter ist. So ist es eigentlich clever zu gehen. Ja, so nicht. Einer in der Mitte und der andere hinten. Einer vorne, einer hinten und das Megalon in der Mitte. So meinte ich das. Sehr, sehr gut. Schön, das Weimar wir klatschen. So, Feuer macht eh fast genauso viel Schaden wie die Psycho-Attacken. Oh, heiße. Okay. Ja, das wird schwer, Leute. Der Dungeon wird... Der trifft alle? Yo, okay. Vielleicht war es doch nicht übertrieben, die ganzen Samen mitgenommen zu haben. Seemon ist gefährlich, Leute. Und natürlich trifft er auch alle drei. Und da kommt direkt das nächste. Wir haben, glaube ich, eine neue OP-Attacke gesehen. Aber gut, es hält nicht so viel aus, scheinbar. Ach ja. Sehr gut. Und Fusionskraft. Genau, noch mehr Verwirrung stiften. Okay, dann hoffe ich, dass wir jetzt mal schnell die Treppe finden. Hier möchte ich mich nicht lange aufhalten. Aber ich weiß, das sage ich bei jedem Dungeon. Aber es ist ja auch bei jedem Dungeon der Fall. So, hier. Bäm, frisst das.
Ja, Konfusionkraft sei Dank. Okay, Feuerwirbel. Und Yu hilft mir mit ihrem Eisstrahl. Sehr, sehr schön. Natürlich ausgerechnet jetzt hier wieder Donnerberg-Syndrom, wo ich mich nicht wehren kann. Also wo ich nicht so starke Teammitglieder dabei habe wie Flohkiefer und Co. Aluminium. Am besten den ganzen Top-Elixiere mal benutzen. Ich benutze die sowieso fast nie, die Dinger. Vielleicht wäre es jetzt mal angebracht. Die Batterieleistung ist schwach. Oh. Moment. Oh, Moment, ich dachte schon, was ist jetzt schon wieder los? Was will das Spiel jetzt schon wieder von mir? Das können wir ja fix beheben. So. Alles gut. Nein, ich will den Dungeon nicht fliehen. Nein. So. Der Dungeon-Skip, Leute. Da ist er wieder. Der Akku-Skip, so hieß er. Haben wir die AT genannt. Lade sofort auf. Richtig, wieder total aggressiv hier alles wieder. Oh ja, schön. Unser stärkster Verbündeter ist gerade gekillt worden. Und wir treffen die wichtigen Gegner nicht. Das wird schwer, Leute, hier. Eieieiei. Chris, bitte. Was ist das für, was ist das für ein Schadensoutput? Warte mal, der müsste direkt vor mir stehen. Da muss ich nichts für sehen können. Da reicht es auch, wenn ich... Die haben wir noch... Was? Hast du doch gerade. So, das müsste ja jetzt weg sein. Zillerie, habe ich doch richtig gesehen. Okay, wir gehen mal zu unserem lieben Megalon-Kollegen da hinten. Ich denke mal, da wird auch die Treppe vielleicht in der Nähe sein. Vielleicht. Ich glaube, da oben ist die Treppe. Ich sehe es gerade. Ich kenne es nicht so genau. Ja. Einen Belieber-Samen. Lass Yu in Ruhe. Und lass mich auch in Ruhe, bitte. Okay. Alles gut. Safe. So safe es halt irgendwie geht. Platscher. Nein, Leute, was soll ich tun können? Aber Platscher springt genau in unsere Mitte. Das war vielleicht nicht das Cleverste, was du hättest tun können, aber es war sehr witzig. Danke für den inneren Lacher, Weilmeer. Hm, Tohaido, du stirbst wahrscheinlich hier nicht mit einem Schlag, oder? Nee, weil du nicht getroffen wirst. Ach, Angeberei. Nee, lass mal. Warum hält er so viel aus? Das ist kein echtes Tohaido. RIP. Ich werde voll zerstückelt hier in dem Dungeon, Leute. Das liegt aber leider an meinem Typ-Nachteil. Dafür hatten wir auf der Feuerinsel... Oh mein Gott. Dafür hatten wir auf der Feuerinsel ein bisschen mehr Glück. Na gut, also, da war ich auch nicht effektiv gegen, aber... You know, Schlafkraft. Ich wusste mal alles aus, was wir uns mit dem Angriff irgendwie einen Vorteil verschaffen könnte. Oh nee, nicht du schon wieder. Nee, wisst ihr was? Gegen die kämpfe ich gar nicht erst. Das tue ich mir gar nicht erst an. Jeder Dungeon hat irgendwie so sein schlimmes Pokémon. Hier ist es auf jeden Fall Cedra King, wie es scheint. Da. Und weiter. Nach unten in die Meeresgrotte U5. Das Mantax steht leider genau so, dass ich dann nicht durchkomme und ich habe Yu aus Versehen reingeschoben. Das wollte ich nicht, aber es ist direkt besiegt. Okay, alles kein Problem. Alles kein Problem. Ich wollte mich gerade gucken, ob ich noch so einen Tunnelzweig habe. Um da eventuell ein bisschen was mitzumachen. Boah, du schon wieder. Tschüss! So, sehen wir in so einem engen Gang von dem... Deswegen, ihr merkt schon, ich renne meistens nicht so schnell durch die Gänge, weil ich... gerne noch einen zu extra frei hätte, um mir eventuell einen Gegner vom Hals zu schaffen. So, hallo. Oh, wunderbarst. Wunderbarst.
So, Luminio kann ja Sturmsog haben, hat das aber zum Glück nicht gehabt, wie man gerade gesehen hat. Und wir bekommen langsam Hunger. Nom, nom, nom. Lass uns noch die nächste Ebene erreichen, dann futter ich mal was. Dü-dü-düm. Oh ne, ist schon wieder. Oh, du schon wieder. Opedra King. Ja, es ist ja kein Zidra King. Ein Starzweig, so. Oh ja, zwei Seemon. Was ist besser als ein Seemon, Leute? Zwei Seemon. Gut, wie gesagt, es ist wenigstens hat es wenig KP. Ach, Megalon, hättest du nicht treffen können? Bitte triff mal. So. Ich wollte schon sagen, wo ist Yu? Oh, ich habe gerade was gelesen. Ja, sorry, Leute. Ich glaube, ich muss mal auf Tohaido-Jagd gehen. Luchsohren gibt es hier. Endlich wieder. Eines der nützlichsten Dinger überhaupt, meiner Meinung nach. Was wollte ich gerade machen? Ach, einen Apfel essen, genau. Irgendwas wollte ich gerade essen. Okay, wo könnte Tohaido sein? Den muss ich finden. Der hat Luchsohren eingesammelt. Die will ich haben, aber sowas von. Du bist kein... Ja, oh, macht eure Attacken noch stärker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilf mir, Megalon. Danke, Megalon. Tohaido jagt. Ich kann natürlich auch einfach an derselben Stelle stehen bleiben. Dragonier, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, Kollege. Ich brauche Tohaido. Du bist auch kein Tohaido. Ja, aber gut, dass wir die mit einem schönen Kombination wegklatschen. So, Luchsohren, Luchsohren, Luchsohren. Ich will die Luchsohren. Wahrscheinlich rennt er gerade vor mir weg oder so. Was ist das da oben? Ein Wummer. Pennt aber, glaube ich. So, oh Gott, wie das aussieht. Wie das aussieht, das verwirrte Fischlein. So, ignoriere uns einfach da oben, Wummer. Wir chillen nur hier ein bisschen, ne? Wir hängen nur ein bisschen ab. Wie auch noch überall Gänge sind. Da ist ein Tohaido. Bist du das? Bitte sag mir, dass du das bist. Bitte sag mir, dass du das bist, mein Freund. So, kaputt. Nein, es war nicht das Tohaido. Warum? Tohaido, sei doch kein Arsch. Ihr merkt schon, ich will die Luchsohren haben. Was? Sammelvoll-Level nicht aktiviert. Okay. Wie könnte ich das denn machen? Ich könnte einfach mal. Ich bleib einfach mal hier stehen und gucke, ob irgendwas passiert. Ob das Tohaido nah dran kommt. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Zur Not kann ich halt direkt weglaufen. Das ist das Schöne daran. Aua. So. Weil mehr. Ich glaube, wir haben kein Glück, Leute. Aber dahin kommt noch was anderes. Da ist noch ein Tohaido. Okay, wenn es das Tohaido nicht ist, gehen wir weiter, Leute. So. Okay, bitte sei du derjenige mit den Dingern. Ich will endlich wieder sehen können, wo ich hin kann und wo nicht. Kannst du jetzt bitte mal einen Schritt näher dran kommen? Toll. Super, jetzt muss ich gleich nochmal einen kleinen Umweg machen. Sein. Ey, jetzt nervt er auch noch so hart, ne? Es gibt, glaub's nicht. Komm schon, ich will nur dein Zeug haben. Hier. Eat it. Ja. So. Und einmal angreifen, bitte. Oh, eingepennt, sehr gut. Wehe, der hatte jetzt nicht. So.
wollte schon sagen, Yu klaut das einfach, klaut das einfach. Ja, Luxohren. Ich kann Gegner sehen. Ganz viel Liebe für dieses Item. Ich liebe es. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder schnell durch die Gänge huschen. So, scheint das Megalon wiederbeleben. Das heißt, wir haben zwar einen Belebersamen dafür jetzt gekostet, aber für die Luxohren mache ich das gerne. Für die Dinger mache ich das doch gerne. Ich muss vor allem wieder einen Apfel essen. So, nom nom nom. Wir kriegen eh wahrscheinlich eh wieder eine Zwischenebene auch. So. Okay. Meeresgrotte U6. So, und da sehen wir jetzt schon alles wunderbar verzeichnet. Links. Oh, da kommt sowas entgegen. Zwei sogar. Warte, wenn ich den einen erstarre, dürfte der andere da nicht durchkommen, oder? Na, tatsächlich. Und verfolgt die ganze Zeit was. Hi, Kollege. Gute Nacht. Na gut, okay, komm. Dann kämpfen wir dagegen. Wollte ich zwar eigentlich nicht. Darum, darum. Da drei mehr da hinter uns noch. Gut, dass das Megalon so viel AP hat. Nicht verwirren! Ich hatte gehofft, dass... Aua. Ich hoffe, das Megalon gespuckt. Ich weiß, du vertraust ihm nicht, Yu, aber... aktuell ist das Beste, was wir tun können. Da pennt irgendwas. Da kommt uns wieder was entgegen. Wir gehen lieber dann geradeaus weiter. Ich wollte schon sagen, wo ist Yu, aber sie ist nur ein bisschen zurückgefallen. Alles gut, alles gut. Schlafkraft. Noch mehr, ja, noch mehr Schlagkraft. Schlafkraft, nicht Schlagkraft. Du da unten, Kollege. Kannst mal gute Nacht sagen. Ja, okay, gut. Außer Megalon denkt, den muss ich killen. Attackensalve, sehr schön. Schöne Sipale, die wir da auf jeden Fall jetzt mittlerweile angesammelt haben. Midi-Beleber-Samen, auch immer gut. Ich sehe gerade, der hat gar keiner... Den einen hat gar keiner ausgerüstet. Ich kann immer einen ausrüsten, oder? Ja. Habe ich jetzt genau das in den falschen reingesteckt. Egal, nicht so schlimm. Na, wer kommt da wieder? Ein Luminion. Flammenwurf. Komm, ich habe doppelte Schlafkraft. Du müsstest eigentlich mit jedem Schlag einpennen, mein Freund. Oder verwirrt sein. Oder es passiert, trifft einfach nichts davon und ich sterbe, weil ich mal wieder daneben schlage. Tja. Elixier. Kann nicht schaden. Da sind wir gerade alle ein bisschen zu geknubbelt hier, die Gegner. Kommen wir schwer dran vorbei. Ich ahne es schon wieder, Leute. Es wird irgendwann Magenprobleme geben hier. So. Oh Gott, das Toraido, das habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, in dem Raum ist hier gleich richtig Party. Guckt euch das mal an. 1000 Gegner. Na gut, okay, komm. Kümmern wir uns um das Toraido. Bevor die anderen da sind am besten. Aua. Eine Gewissheit, sieht schon witzig aus. So, das Toraido ist weg. Sehen wir auch. Das da wird jetzt einfach wegteleportiert. Einen habe ich noch, oder? So, ein Wandelzweig. Tschüss. Okay. Was war noch ein Seemon? Direkt noch ein Seemon. Das Klolitzer wurde jetzt einfach weggebracht. Also das Wummer und weiß gar nicht, wie ihm geschah. Also von wegen so, wo bin ich hier? Warum? Direkt vor uns. Aber egal, er ist erstarrt. Also... können wir auch ruhig an ihm vorbeilaufen.
Okay, ich denke, eine Ebene machen wir noch. Ich glaube, hier erstmal wieder was futtern. Gefällt mir nicht, Leute, wie das hier mit unserem Magen gerade aussieht. Zur Not, ja, Belebersamen heilen ja auch den Magen komplett, aber ich habe noch 3 Äpfel. Okay, ich dachte, ich hätte noch 2. Ich dachte, ich hätte weniger. Yay, Level 23. So, komm mal näher. Komm mal näher, da Kollege. Mein AP geht gerade auch nicht ganz gut, deswegen umso besser, dass ich erstmal daneben schlage. So, Hauptsache, das macht dafür mehr Schaden. Ah, gut, ja, es regnet ja auch, ne? So, lag da oben noch ein Samen. Immerhin finden wir viele Mini-Beleber-Samen. Das macht das Ganze etwas angenehmer. Eine Hungerfalle ist natürlich jetzt genau das, was ich nicht brauche, wenn ich schon sage, ich habe ein bisschen Nahrungsmangel. Aber wir werden sehen. So, wir folgen dem mal hier. Mein Gott, da scheinen mir viele dünne Gänge zu sein. Okay, wir kehren um. Das sind nämlich gerade wieder 2, die uns da verfolgen. Die Fährte. Wie wird eigentlich bestimmt, ob ein Pokémon uns verfolgt oder einfach nur random irgendwo rumläuft? Weil die 2 da, die verfolgen uns ja definitiv gerade. So, Dragonier war das sogar. Dragonier! Meeresgrotte, Untergeschoss 10. Okay, Leute, ich würde sagen, wir klatschen die Gegner da noch um. Ob ich überhaupt was herankommt. So. Oh, Blut wurde stärker. Schnieke. Und sammel das da ein. So. Aber Effektivflag kann ich nicht wirklich gebrauchen, ne? Naja. Okay, beim nächsten Mal werden wir diesen Gang hier weiter lang gehen. Moment. Bis er gleich endet. Bis wir an einem Raum rauskommen. Wir kommen an keinem Raum raus, oder? Oh, holy moly. Wo kommst du denn her auf einmal? Ich würde eigentlich nur kurz an Ende eines Raumes gehen. Und dann ganz episch den Part beenden. Doch suddenly hört der Gang einfach nicht auf. So. Level up für you. So, darf ich jetzt den Part beenden? Das würde ich nämlich gerne tun. Nee, der Gang ist einfach zu lang. Hallo? Gibt's hier nur einen Gang und dann mehr nicht? Ja, Leute, ich wollte den Part beenden, aber ich darf nicht. Weil unendlich Räume hier sind. Aber warte, Fassungsort, den kann ich doch eigentlich gebrauchen. Hallo? So, geht doch. Okay, gut, da ist noch die nächste Treppe. Dann können wir die ja noch eigentlich... Können wir die eigentlich noch nehmen. Moment. So, dann gehen wir noch auf die nächste Treppe und dann ist aber Schluss hier. Und den stecken wir noch an. So, jetzt aber. Das war... Vielleicht nicht Pokémon Super Mystery Dungeon, weil ich in eine Cutscene geschmissen werde. Wir sind jetzt ziemlich weit vorgedrungen. Okay, Überlänge. Oh, das ist auch der Ausgang. Ich kann ihn sehen. Über eine Reiche mit den alten Ruinen gehen wir. Möchtest du... Oh, okay, doch, alles gleich. Das speichert. Ja, perfekt. Perfekt. Bestens. Okay, Leute. Das war Pokémon Super Mystery Dungeon für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter in den alten Ruinen. Zum Glück ohne Wasser-Pokémon. Hoffentlich. Schätze ich mal. Mal gucken, ob wir da fündig werden. Bis dahin. Ciao.